Microsoft und auch Google erweitern zum Ende des Jahres bzw. zu Anfang nächsten Jahres ihr Cloud-Angebot unter anderem auch für Grafikvirtualisierung. Microsoft startet hierzu mit seinem Azure N-Series zum 1.12., während Google Anfang 2017 starten will. Microsoft wird hierzu zwei Instanzen von Azure N anbieten, zum einen die NC Virtual Machines und zum anderen die NV Virtual Machines, wobei die NV-Serie hierbei für die Grafikvirtualisierung eingesetzt werden soll. Beide Varianten gibt es in drei Ausbaustufen, von einer bis zu 4 GPUs und von 56 bis 224 GB Speicher. Google plant im Gegensatz zu Microsoft auch ein Angebot auf Basis der AMD FirePro S9300X2. Ansonsten setzen beide Hersteller auf die Tesla K80 GPU. Microsoft setzt allerdings bei der NV-Serie auf die Tesla M60 GPU.